Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Wir setzen unser Tutorial fort und heute geht es schon mal ins Cockpit einen kleinen Schritt weiter. Es geht um die Schiffssysteme, um die HUD-Steuerung und ich sehe auch schon jemanden hier rumfieseln um mein Schiff. Und werde jetzt mal sicherheitshalber einsteigen. Ja, hier direkt taucht es auch auf. Enter Pilot Seat. F gedrückt und ich steige ein. Und der liebe Sawyer ist auch daneben schon in seiner Gladius, die tatsächlich auch vom Cockpit ein bisschen anders aussieht. Allerdings, ja, hier hat sich ein bisschen was geändert. Also schon insbesondere beim HUD hat sich was geändert. Das bedeutet, hier kann man jetzt schön sich mal in dem Schiff ein bisschen umgucken. Wir haben natürlich die MFDs, wir haben das HUD an sich. Und hier hat sich auf jeden Fall was getan. Aber ich denke mal, wir machen mal den klassischen Aufbau mit der Super Hornet, oder? Das ist ja, glaube ich, der absolute Klassiker hier. Der absolute Klassiker, fast schon Militärstandard, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich war jetzt hier gerade in der Außenperspektive mit F4 und dem Freelock-Toggle. Da sieht man noch Sawyers wunderschönes Schiff. Jetzt drücke ich wieder F4 und lande dann auch wieder im Cockpit. Vorweg gesagt, wir haben den Freelock-Toggle, der funktioniert jetzt auch hier drin. Ja, ich drücke mal Y, halte es gedrückt und dann kann ich mich ein bisschen umschauen, das Cockpit erklären. Das Cockpit besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Wir haben in der Mitte ein Holoradar, ja, was wir hier sehen, wo jetzt zurzeit der Landemodus angezeigt wird, beziehungsweise die Parkposition. Dann habe ich verschiedene MFDs mit Schiffssystemen um mich herum. Dann noch blinkende Lichter, die zurzeit keine Relevanz haben, aber fürs Auge sehr schön sind. Und ich habe hier vor mir den festen Bestandteil des projizierten HUDs mit einem Fadenkreuz, mit den angezeigten Gegenmaßnahmen, die wir hier sehen. Ich kann jetzt auch mit dem Mausrad reinzoomen. Darunter wichtige Flughäfen, die später eine Rolle spielen werden. Eine Geschwindigkeitsanzeige. Und ich habe, was man nicht vergessen darf, das sogenannte CVI-Interface. Das ist der bewegliche Teil des HUDs, was in den Helm eingespiegelt wird. Da sehe ich auch, dass zum Beispiel das Schiffchen neben mir markiert ist. Diese 325A müsste es sein. Ja, die wird natürlich auch angezeigt. Oder Sawyers Schiff mit einem grünen Punkt wird angezeigt. Und da beginne ich jetzt mal direkt hier mal mit der Steuerung im Cockpit, mit den Displays. Wenn ich jetzt Y gedrückt halte, also den Freelock-Toggle, und ich benutze jetzt W, dann kann ich hier auch auf einzelne Bildschirme schalten. Er zoomt jetzt auch rein und habe sogar die Möglichkeit, hier die verschiedenen Funktionen umzustellen. Einmal hier die Schadensanzeige und Schildanzeige des Schiffes, dann zum Beispiel die Emissionen, die abgegeben werden, Treibstoffanzeige oder Throttle Control bzw. das Power Management ist hier drin, nochmal eine Schildanzeige, eine rudimentären Target Computer. Also ich kann hier einiges verstellen mit der Maus direkt. Ich zoome mal wieder raus. Natürlich kann ich jetzt auch, wenn ich Y gedrückt halte, also wieder drücke und S drücke, jetzt funktioniert es, runterschalten, mir die unteren MFDs anschauen. Hier haben wir eine Treibstoffanzeige, also man sieht, es gibt hier einiges zu entdecken im Cockpit. Tatsächlich im Kampf später werden wir uns aber eher auf die sichtbaren Bereiche konzentrieren. Übrigens auch noch ein nettes Feature, wenn ich jetzt Alt-Y drücke, bekomme ich direkt die Kameraansicht nach hinten. Ist, wenn man jetzt rückwärts fliegt oder verfolgt wird, auch sehr, sehr praktisch. Neben diesen Funktionen, neben der Orientierungsmöglichkeit im Cockpit, habe ich auch noch die Möglichkeit, natürlich den Target-Computer zu benutzen. Ich fange jetzt hier direkt mal an mit I und K. Da würde mir das nächste Schiff, das nächste Schiff von allen Schiffen, die mich umgeben, anzeigen. Das wäre jetzt hier der Sawyer. Sawyer, du korrigierst mich, ne? Du schaust ja auf die Liste, falls ich was Falsches sage. Alles richtig bisher. Sehr gut, ich versuche das gerade aus dem Gedächtnis. K ist dann das am weitesten entfernteste Schiff, was ich finden kann. Bei U und J finde ich jetzt Schiffe, die als Friendlies gekennzeichnet sind, hier in der Green Zone, momentan alle. Ja, also nochmal ganz klar, I und K wären jetzt auch unbemannte Objekte oder Schiffe, die nicht klassifiziert sind. U und J sind Friendly Targets. Entweder das nächste oder das weit entfernteste und Z und H wären die bösen Ziele, die Enemy Targets. Die sind, oder Hostile Targets, wie man sagt, die sind allerdings jetzt hier in der Green Zone nicht vorhanden. Nearest Target ist T, bezieht sich aber auch auf feindliche Ziele. Auch das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht anvisieren, weil es gibt keins. R ist das Ziel, was sich in der Nähe meines Fadenkreuz befindet. Auch das lässt sich jetzt hier schlecht simulieren.
So ist es. Übrigens, denkt daran, wenn ihr, wie ich zum Beispiel, der jetzt schon mal rüber geflogen ist, um neben dem Weasen zu stehen, gerade den Landing Mode aktiviert habt, dann ist es auch so, dass ihr mit zum Beispiel U und J, wie man es bei mir jetzt gerade sieht, auch die Landing Pads durchschalten könnt. Das heißt, damit könnt ihr im Landemodus manuell aussuchen, welches Landing Pad ihr jetzt anwählen wollt. Wie man das jetzt hier so schön gerade sieht, geht da bei mir jetzt alle Terminals und dementsprechend alle einzelnen Landing Pads durch. Auch das kann der Target-Computer, aber, lieber Sawyer, ja, du bist jetzt ja sehr kühn gestartet. Tatsächlich, bevor wir starten, würde ich noch mal ans Schiff rangehen und noch mal schauen, was wir eigentlich für Waffen dabei haben. Das ist immer vorteilhaft. Also Alt und F gedrückt halten, ich steige aus. Na gut, das ist eigentlich ein sehr geräumiges Cockpit, ich glaube, das ist hier nicht schwierig rauszukommen. So, das schließt sich alles wieder. Und wir sehen hier schon ganz viele grüne Punkte. Das sind jetzt Waffen oder Ankerpunkte, Hardpoints für Waffen oder Hardpoints für Türme. Ja, hier unten der Cannon-Turret. Da könnte ich jetzt auch eine größere Waffe anbauen. Dann habe ich oben nochmal einen großen Ankerpunkt für diesen Ball-Turret oder für diesen Haupt-Turm in der Mitte. Dann habe ich natürlich auch nochmal die einzelnen Waffen angezeigt oder, wie man jetzt hier sieht, Raketen. Das Ganze, was wir hier sehen, nennen wir das, Port Modification System. Das ist jetzt quasi für den mobilen Einsatz gedacht. Ich kann jetzt hier raufklicken, das geht auf, wenn ich rangehe. Man sieht es vielleicht ein bisschen schlecht vom Farbkontrast, aber jetzt kann man es erkennen. Ich kann mit der Maustaste, mit der linken, direkt raufklicken und dann öffnet sich ein Fenster und ich kann hier in dieser Augmented Reality von LiveWorks kann ich jetzt direkt diese Waffen umrüsten. Ja, ich zeige es vielleicht nochmal an der kleineren Waffe. Hier ist eine Neutron Cannon, die ich eingebaut habe. Eine sehr effektive, aber kleine Kanone. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch, pending, ja, einen Bulldog Repeater anbauen. Eine Laserwaffe für kurze Distanz mit hoher... du schnackst da hinten gerade, oder? Oder was machst du da hinten? Naja, ich hab dir einfach mal hier so... Ich bin ja jetzt hier gerade angekommen, ne? Ja, hallo Sawyer. So, zurück zum Schiff. Genau, ich kann hier diese ganzen einzelnen Objekte am Schiff quasi neu bestücken. Ich mache jetzt nochmal hier linke Maustaste. Oh, der Schatten hat gerade ein bisschen den Server zum Ruckeln gebracht. Ich möchte jetzt hier wieder die Neutron Cannon haben. Jetzt muss ich das richtig erwischen. Leider wird es nicht aktualisiert, wie ich gerade sehe. Mal sehen, ob ich jetzt... Ja, doch. Ich habe es getroffen, den richtigen. Genau, ich habe es wieder ausgestattet. Wem das jetzt ein bisschen zu fummelig oder zu kompliziert ist, der kann das Ganze auch im Arena Commander Bildschirm, ich blende es mal ein, im Hauptbildschirm, im Arena Commander, kann er sich auch aussuchen, das über das Ship Customization Tool zu machen. Und da kann ich dann auch tatsächlich diese Settings relativ schnell ändern. Das heißt, ich kann dann da aus einer Liste direkt auswählen, was soll an welchen Ankerpunkt ran, an welchen Hardpoint. Ich kann es dann da applyen und auch safen für das Schiff. Und wenn ich jetzt ein anderes Schiff mit den gleichen Waffen ausrüsten würde, würde es mit einem orangenen Ausrufezeichen trotzdem noch dargestellt werden an meinem Rumpf. Und wenn ich das Schiff dann wieder wechsle und ich möchte das alte Setup wieder raufladen, was vorher an einem anderen Schiff war, kann ich Apply to Ship drücken und habe dann wieder die Waffen ursprünglich im alten Setup an dem anderen Schiff dran. Das ist also ganz praktisch, um schnell mal für den Arena Commander oder schnell für den Einsatz seine Bestückung zu ändern. Absolut, so ist es ja. Denkt da dran, dass es manchmal ein bisschen haken kann, dieses ganze Ding. Und vor allem, dass ihr euch wirklich genau überlegt, was ihr für Waffen entsprechend mitnehmt. Denn das kann durchaus den Unterschied machen zwischen Wohl und Wehe im Persistent Universe. So wie der Weasen ja auch schon sein Schiff jetzt hier schon ziemlich umgerüstet hat. Ja, absolut. Das ist ein Thema, was wir wahrscheinlich noch mal in einer anderen Folge oder in einem anderen Format behandeln werden. Es gibt wirklich für alle Piloten oder für jedes Flugverhalten und für jedes Schiff andere Waffen-Setups, da muss man sich selber ein bisschen reinfummeln, ob man eher Projektilkanonen fliegen möchte, wie ich sie jetzt hier auf dem Dach zum Beispiel habe. Ich gehe mal hin. Da sieht man sie ganz groß oben, die große Bering-Kanone, oder ob man auf hier zum Beispiel Penta-Repeater setzt, eine Energiewaffe. Also da kann man sehr, sehr viel spielen. Ich drücke jetzt nochmal Steuerung, um in die Hocke zu gehen. Man sieht hier unter dem Schiff auch die Manöverdüsen eingeklappt. Ja, das sind diese beweglichen Manöverdüsen der Hornet. Dahinter müsste der Container sein für die Täuschkörper. Also man sieht, es ist vom Detaillevel tatsächlich auch alles dargestellt, was drin ist. Das Triebwerk und diese Komponenten werden wir später dann natürlich auch austauschen können. Da ist aber allerdings zum jetzigen Zeitpunkt die Auswahl noch sehr beschränkt. Ich würde sagen, wir steigen nochmal ein und machen wenigstens den Startvorgang, bevor wir zur nächsten Folge kommen. Ja, das können wir doch gerne machen. Dann laufe ich mal wieder rüber zu meinem Schiff.
So, genau das mache ich auch. Hier taucht Enter Pilot Seat auf. Einmal F gedrückt, Treppe fährt aus. Und ich springe jedes Mal weg, weil ich das Gefühl habe, mir haut das Ding gegen Schienenbein. Aber ich glaube, es ist nicht gefährlich zum jetzigen Zeitpunkt. Ich will's hoffen. So ganz viele Helme mit Dellen drin, ne? Und immer ab und zu liegt ein Pilot neben dem Schiff. So, ich bin drin, Systeme sind hochgefahren. Wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, ich zeig's jetzt hier mal, Freelock-Toggle, Y gedrückt halten, Mausrad zum Reinzoomen. Da sieht man auch, dass das Schiff sich im Landestatus befindet. Ja, unten auf dem Radar wird's angezeigt als geparkt auf der Plattform. Man kann es ein bisschen lesen, Landing Gear Deployed steht da, also Landefahrwerk ist ausgefahren und das Schiff befindet sich darüber hinaus noch im Precision Mode. Das ist der langsame Flugmodus, der mit dem Landesystem gekoppelt ist. Das heißt, ich kann jetzt auch gar nicht voll beschleunigen. Ich lasse jetzt den Toggle wieder los, den Freelock Toggle, und da hat es den nächsten Piloten erwischt. Das war eine Avenger? Naja, vielleicht schaut er sich ja das Tutorial an und dann wird's besser. Wir befinden uns, wie gesagt, im Landemodus und ich werde jetzt schon mal, obwohl die Flugsteuerung im Detail in der nächsten Folge kommt, werde ich schon mal das Starten euch vorführen und wir werden vielleicht schon mal eine kleine Runde drehen. Und zwar strafe ich jetzt vorsichtig nach oben, das ist mit der Space-Taste, da ist es schon passiert, bin ich jetzt nach oben gestraft und man sieht auch von außen, das zeige ich jetzt mal hier, das sieht nämlich sehr schön aus, mit F4 rausgeklickt, wird Y den Freelock-Toggle benutzt. Da bewegt sich das Schiff auch nicht parallel, wenn ich es gedrückt halte. Da sieht man, dass die Flügel eingeklappt sind, das Fahrwerk ist draußen. Das will ich natürlich nicht, deswegen schalte ich wieder ins Cockpit rein, drücke einmal N und es fährt aus. Und ich sehe auch schon direkt, dass der Precision Mode gewechselt hat zu SCM, zum Space Combat Mode. Ich zeige jetzt noch einmal, wie ich lande. Ja, ich kann jetzt wieder N drücken, dann würde das Ganze zurückfahren. Und wenn ich jetzt N gedrückt halte, dann landet er automatisch. So, nochmal N gedrückt, habe ich's. Sieht man schön, ne? Nochmal N gedrückt, ja. Dann breche ich es auch ab. Oder ich kann natürlich, wenn ich jetzt hier im Landemodus bin, ja, mit N, kann ich natürlich jetzt auch mit Steuerung nach unten, also mit Steuerung nach unten strafen oder mit Space nach oben strafen. Ist dann aber so ein bisschen empfindlicher, die Steuerung, und da muss man sich dann erstmal dran gewöhnen. Ich würde sagen, eine kleine Runde gönnen wir unseren Zuschauern noch. Mhm. Ich bin im Space Combat Mode, ich drücke jetzt mal W und gebe Gas, und dann würde ich sagen, bisschen gestraft, bin ich weg, genau, ich rolle jetzt auch mal hier mit der Q-Taste, aber das gehört eigentlich schon zur nächsten Folge. Aber ich will trotzdem zeigen, dass wir schon mal fliegen können. Man sieht auch schon, die Gehbelastung ist relativ hoch. Es wird ihm direkt schlecht, dem guten Herrn. Und es ruckelt etwas, aber man sieht, wie wunderschön. Ja, S kann ich stehen bleiben, also kann ich Schub wegnehmen. Da sieht man schon, wie klein die Plattformen sind. Ich würde sagen, das ist ein schöner Auftakt für die nächste Folge und an der Stelle verabschieden wir uns auch, denn in der nächsten Folge wird es um die präzise Steuerung gehen. So ist es, ja. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir gucken uns das Ganze dann natürlich nochmal im Detail an in der nächsten Folge, wenn es um die Flugsteuerung geht, hat der Wiesen ja schon gesagt. Ansonsten bleibt also up to date, abonniert den Channel, wenn ihr weitere Infos haben wollt zu Star Citizen und allem, was damit so zu tun hat. Liked oder disliked die Episode, schenkt uns einen Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, wie ihr sie gefunden habt. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator für Star Citizen unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, das würde uns ganz besonders freuen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und 3, 2, 1, see you on the flight deck!